Ganz im nächsten Video hier auf dem Kanal und zur nächsten Episode des BVB Karrieremodus. Wir sind heute am Start, die 11. Episode ist da und wir haben eine Aufgabe und zwar sind wir in der Transferphase und ihr habt mit überwältigender Mehrheit entschlossen, wir sollen noch einen Innenverteidiger holen und zwar einen Top-Innenverteidiger, einen Stamm-Innenverteidiger für unser Team, weil Sokratis Papastathopoulos ja 3 Monate mit einem Schienbeinbruch noch ausfällt. Dementsprechend haben wir da so ein kleines Loch im Kader und das wollen wir füllen. Die Sache ist nur, mit welchem Geld, und darum geht es in dieser Episode heute. Wenn es euch gefällt, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Würde mich tierisch über freuen. 500 Likes kriegen wir das hin für den BVB, für das Wiederauferstehen des großen deutschen, zweiten großen deutschen Vereins neben dem FC Bayern München. Und wir lassen uns natürlich gerade in diesem Karrieremodus nicht von Terrorismus beeinflussen. Und ich denke, genau dafür kann man schon mal ein Like da lassen. Wir simulieren nach vorne und ich gebe euch meine Vorschläge, was ich mir so gedacht habe, was man denn machen könnte jetzt im Karrieremodus hier mit Transfers von einem Innenverteidiger. Wenn ihr auf der Suche nach PSN, Microsoft Guthaben, FIFA Coins oder FIFA Points direkt seid, schaut bei LG Volt vorbei. Link ist in der Videobeschreibung. 6% Rabatt mit dem Codemax Gaming TV auf eure Bestellung. Freut mich, wenn ihr da vorbeischaut. Genauso bei meinem Merchandise könnt ihr auch gerne auschecken. Und natürlich bei meinen Social Media Links, Instagram, Twitter und Facebook. Haut da auf jeden Fall mal ein Like und ein Follow raus. Und ich gebe euch jetzt mal das Prinzip, bzw. das Konzept, was ich mir zurechtgelegt habe, für den eventuellen Innenverteidiger-Spot im Kader, den wir haben. Und zwar gibt es aufgrund unserer Transfersituation, wir haben 23 Millionen Euro Budget, das ist nicht so viel, und wir haben 600.000 Euro Gehalt. Selbst wenn wir es ein bisschen manipulieren, haben wir höchstens, sage ich mal, 30 Millionen. Das ist nicht unbedingt ausreichend für einen Spieler, der uns wirklich auf Dauer weiterhilft. Weil wir haben ja einen Semedo im Kader, der ist talentiert. Wir haben einen Bender, der ist so gesehen auch stark. Wir haben Sokratis, der zurückkommt. Das heißt, wir brauchen entweder einen richtigen Kracher und den kriegen wir dafür das Geld nicht. Oder wir brauchen halt ein Talent, aber das brauchen wir jetzt eigentlich nicht. So, und da ist die Sache, was machen wir? Weil wir brauchen so gesehen eine kurzfristige Lösung. Und da habe ich mir ausgedacht, entweder wir leihen uns einen Spieler für eine halbe Saison, also ein Talent oder beziehungsweise einen halbwegs guten Spieler schon mal oder ein Top-Talent halt, oder wir kaufen uns den einzigen Spieler mit auslaufendem Vertrag, der, naja, sag ich mal, erschwinglich dadurch wäre, dass er halt ausläuft und der halt wirklich auch sofort weiterhelfen würde auf internationalem Niveau mit internationaler Klasse. Das ist nicht Toprak, der sowieso kommt, den möchte ich mir übrigens nicht kaufen, weil ich bin kein großer Fan von Toprak in FIFA. Koulibaly ist es auch nicht, Manolas ist es auch nicht, es ist Pepe. 23 Millionen hat der Marktwert und sein Vertrag läuft halt aus. Deswegen vielleicht kriegen wir den Kollegen für 8,5 Millionen von Madrid, verpflichten den für ein Jahr und haben dann für ein Jahr einen richtig krassen Innenverteidiger mit einem tollen Rating, der international in der Champions League gerade weiterhelfen kann. Dann haben wir natürlich noch die Spieler, die ich gerade erwähnt habe, die Leihspieler. Und da haben wir nicht Berkay Özcan, nein, wir haben einmal Kimpembe von PSG, den würde ich einfach mal anfragen, ob wir den für eine Kurzleihe bekommen können. Und dazu haben wir noch einmal in der Serie A eins der Top-Talente, und zwar von Juventus Turin. Und normalerweise sind bei Turin richtig starke Verteidiger dabei. Stones ist übrigens die dritte Variante, ja, von Manchester City. Der wäre auch für eine Kurzleihe, denke ich mal, möglich. Und der dritte Spieler, das könnt ihr euch wahrscheinlich, es gibt sogar noch zwei, ha, ist ja unglaublich. Einer davon ist Lucas Hernandez von Atletico, der wäre auch eine Option. Und der letzte ist dann von Juventus Turin, ihr könnt es wahrscheinlich schon denken, weil es gibt da noch einen, der jung ist, und zwar Daniele Rugani, auch ein guter auf jeden Fall, den man definitiv auf der Position benutzen könnte und der eventuell, auch wenn er schon hohes Rating hat, per Laie zu uns kommen könnte, weil er halt nur Rotationsspieler ist. Bin mal gespannt, was dabei rauskommt, und weil ich in dieser Episode den Deal abschließen muss, weil wir in dieser Episode schon zu den nächsten Spielen und aus dem Transferzeitraum rausgehen, werde ich dann spontan entscheiden, was ich mache. So, Götze hat den Vertrag verlängert, Subotic geht wohl zum ersten FC Köln, das passt ja zur Realität, und wir haben Angebot von Portugal, was wir aber ablehnen. Mit schwerem Herzen, weil eigentlich hätte ich das Team schon gerne trainiert. Turin würde Subotic immer noch für 6,5 nehmen, aber wir haben ja an Köln verkauft. Und ja, PSG hätte die Ausleihe für Kimpembe angenommen, was ziemlich cool wäre, weil Kimpembe schon ein Riesentalent ist und weil ich den ziemlich, ziemlich geil finde. Allerdings warten wir erstmal auf, was die anderen sagen, und trainieren vorher mal ganz kurz unsere Spieler hier, und die Ergebnisse sind nicht so gut. So, City hat abgelehnt. Wahrscheinlich ist John Stones da zu wichtig und dementsprechend wollen sie das nicht. Real hat auch abgelehnt. Da erhöhen wir einfach mal, ich sag mal, 12,5 Millionen wäre ich bereit für Pepe zu geben. Das wäre noch passabel. Ansonsten haben wir 3 angenommene Angebote. Und zwar, ja, würde sowohl Atletico uns Hernandez geben, als auch Juve Rugani, als auch PSG den Kimpembe. Ich bin momentan auf dem Trip, dass ich sage, Kimpembe finde ich von denen am besten. Aber ich finde die anderen beiden auch gut. Warten wir mal, was Pepe will. Scout-Bericht sieht diesmal ein bisschen besser aus, glaube ich. Weil Daniel Hase, oh, hat also so ein Potenzial. Was soll denn das schon wieder? Mann, der sah so gut aus von seinem Gesamtrating her. Und dann hat er so ein Potenzial. Hätte ich vielleicht mal weiter beobachten sollen. Naja, Jugendscout-Bericht Nummer 2. Da sind wir wieder in Holland. Und Holland ist wieder eine Katastrophe. Ja.
Okay, Sam Brauer nehmen wir mal mit, einfach aus Prinzip, weil das der letzte Bericht ist, den wir nicht beobachten können. Aber das, oh Gott, deswegen. Wir brauchen auf jeden Fall ein anderes Land. Und zwar Belgien. So, wir schicken sie nach Belgien und nach Deutschland. Mal sehen, was die beiden Scouts da ausrichten können. Habe ich übrigens bereits erwähnt, dass wir gegen Bremen nicht spielen werden. Also ich weiß es noch nicht, aber ich glaube tatsächlich eher nicht. Wir gucken einmal kurz in den Kalender. Bremen und Mainz sind noch auf dem Plan. Nee, gut, wir spielen gegen Bremen und Mainz. Das ist in Ordnung und dann kommt noch Transfer Deadline Day. Lange Episode wieder. Toprak reicht Transferanfrage ein. Das ist interessant. Real hat abgelehnt. Dementsprechend, ja, ist die Sache für mich relativ gegessen. Denn das heißt, wir holen uns einen der drei Spieler. Und wie ich bereits gesagt habe, finde ich Kimpembe am besten. Und deswegen holen wir uns einen per Kurzleihe weder Rugani noch auf der anderen Seite Lucas Hernandez, sondern wir holen uns Presnel Kimpembe. Was mit Toprak wäre natürlich so passend gewesen, dass es fast schon unglaublich ist. Aber naja, so ist es halt. Und wie gesagt, ich möchte ihn nicht so gerne haben, weil ich ihn halt in Realität sowieso schon nicht so toll finde und in FIFA erst recht nicht. Wir sehen, wir haben rot gesperrten Bartra für die Liga. Das heißt, den müssen wir rausnehmen. Aber wir werden auch so hoffentlich bestehen. Wir spielen gegen Bremen. Und ich mache das in einem kurzen Kommentierstil. Ich habe gar nicht eine Abstimmung reingepackt, glaube ich. Aber ja, das ist meine Entscheidung. So, deswegen würde ich sagen, wir legen los. Und ich wünsche euch viel Spaß. Nicht mit dieser Aufstellung. Aber die muss ich euch ja jetzt zeigen, weil ich eine andere mache. Bender, Semedo, dann Passlack für Piszczek, dann machen wir so, dann kommt hier Schmelzer hin, dann machen wir auf die Bank nochmal anstelle von dem Kollegen Ramos, den Kollegen Kimpembe, Götze kommt noch auf die Bank, für wen eigentlich? Ja, schon schlecht, wenn man so eine gute Bank hat. Passlack kommt mal runter, Kimpembe lasse ich drauf, Isak vorne, dann haben wir Mohr vorne, Schürrle will spielen, deswegen kann ich den nicht runternehmen, dann nehme ich noch Mohr von der Bank runter und pack dafür Stark drauf. Ne, Castro. Was ist das für der? Unser Kader, ne? Wahnsinn. Rein ins Spiel! Top-Stimmung im Weserstadion. Der SVW empfängt den BVB zu einem Spiel, das für MGT eine gewisse Wichtigkeit hat. Denn momentan sieht es in der Tabelle wieder richtig gut aus für den BVB. Und sie wollen natürlich dranbleiben an der Spitze. Unter anderem mit ihrem neuen Mittelfeldspieler Raja Nainggolan für 50 Millionen von der Roma gekommen. Heute sein erstes Bundesligaspiel unter der Regie von MGT. Der Belgier im zentralen Mittelfeld beheimatet, soll heute das erste Mal die Fäden ziehen. Und er hatte direkt seine erste Aktion nach 10 Minuten. Geht in den 16er gegen Veljkovic. Veljkovic setzt die Grätsche an und trifft nur Nainggolan. Es gibt den Elfmeter. 11 Minuten in der Partie und direkt die erste richtig wichtige Aktion des Neuzugangs. Die Grätsche ist unnötig, weil Nainggolan viel zu weit entfernt steht. Den Elfmeter tritt er selber und er macht ihn rein zum 1:0. 12 Minuten hat es nicht mal gedauert, bis Nainggolan sein erstes Bundesliga-Tor erzielt. Ganz, ganz stark vom Neuzugang der Dortmunder. Keine Chance, diesen Ball zu halten für den Torwart. Und wir sehen hier, der freut sich über seine erste Bude. Und Dortmund machte weiter direkt die nächste Gelegenheit. 16. Minute. Dembélé 2:0, der Franzose ist momentan in Topform und das zeigt er hier in dieser Situation eindrucksvoll mit dem Abschluss mit dem rechten Fuß. Das Schöne, er ist beidfüßig und das sieht man hier, der Ball in die lange Ecke ohne jegliche Gelegenheit für Jaroslav Dropny dran zu kommen und der BVB machte weiter. Marco Reus nur knapp am Winkel vorbei, 28 Minuten gespielt, dann kam Werder Bremen über Slatko Junusovic, keine Anspielstation. Was macht man da? Man zieht selber, wunderschönes Tor vom Österreicher, 30. Minute und Bremen ist plötzlich wieder dran. Schöner Strich und da sehen wir auch in der Wiederholung keine Chance für Timo Horn, diesen Ball zu halten. Piszczek versucht noch ranzukommen, aber der Ball ist zu präzise. Und somit Junusovic mit dem Anschlusstreffer und Bremen war jetzt dran. Pizarro an den Pfosten, Nachschussgelegenheit, Niederpfosten und Timo Horn hat den Ball, die dickste Chance für den SVW, eigentlich im ersten Durchgang nicht genutzt. Der Konter aus der Situation, Dembélé zum zweiten Mal und wieder erfolgreich, wieder die lange Ecke und wieder der Treffer. Wunderschön, der 20-Jährige mittlerweile mit einer unglaublichen Quote, bereits sein 8. Saisontor. Und das muss man in seiner ersten Bundesliga-Saison als 20-Jähriger erstmal schaffen. Zweiter Durchgang, Reus im 16er, Caldirola geht dazwischen und foult den Nationalspieler. Dementsprechend vollkommen berechtigt der Elfmeter. Diesmal übernimmt die Verantwortung Correndon, Tolisso und Dropny hält die gleiche Ecke wie beim ersten Elfmeter. Und diesmal ist der Tscheche da und verhindert hier das 1:4 und damit die Entscheidung. Auf der anderen Seite Pizarro mit der Gelegenheit und er bringt Bremen nochmal dran. 2:3. 67. Minute und plötzlich war das Weserstadion wieder da. Man glaubte an den Punktgewinn, man glaubte an die Erfolgsmöglichkeit, aber der BVB machte die direkt zunichte, denn sie spielten jetzt wieder nach vorne, brachten in der Defensive mehr Stabilität mit Neuzugang Kimpembe, Leihgabe vom PSG. Der spielte diesen Ball hinten raus, Aubameyang auf Marco Reus, der zurück auf Aubameyang, der versucht, der Pfosten rettet, allerdings ganz, ganz schlecht geklärt von dem Bremer Caldirola, der einen unglücklichen Tag erwischt hatte. Weigel auf den eingewechselten Schürrle, Schürrle mit dem Schuss, abgewehrt, Aubameyang ist da, 4:2.
vorbei, 82. Die Vorentscheidung im Weserstadion, Schürrle mit dem Versuch und dann schlecht abgewehrt von Drobny und Aubameyang macht nach seinem Pfostentreffer hier das Tor. Schürrle mit der letzten Gelegenheit, 90. Minute, es sollte nicht sein mit dem 5:2, trotzdem ein eindrucksvoller Sieg, viele Tore in Bremen, die defensive Stabilität fehlt beim BVB, aber wenn die Offensive so funktioniert, wozu braucht man dann keine Gegentore kassieren? Eindrucksvolle Leistung von Nainggolan, gute Leistung von Dembélé, so kann es für den BVB weitergehen Richtung Tabellenspitze. Souveräne Geschichte, mehr oder weniger. Defensiv, Struggles. Aber dafür sehr schön, Nainggolan trifft beim Debüt, dass Tolisso verschießt, war mir übrigens klar. Ich wusste, dass der zweite Elfmeter niemals reingehen wird. Leicester möchte Semedo haben, aber den bekommen sie nicht. Mit dem bin ich bisher nämlich sehr zufrieden, seit der im Sommer gekommen ist von Sporting. Weidenfeller ist nicht zufrieden, Schürrle ist froh. So, Ramos verkaufen wir an Gladbach, die bieten den Marktwert und das akzeptiere ich jetzt, damit er dann mal weg ist. Ramos ist übrigens verkauft worden und jetzt haben wir ein Angebot von Roma und zwar für Tolisso. 44 können wir verlangen, das ist mir noch viel zu wenig. Habe ich übrigens erwähnt, dass wir Tabellenführer sind? Sehr geil. Müssen wir jetzt gegen Mainz weiter fortsetzen, diese Form. Und dafür haben wir ein, zwei Wechsel vorgenommen. Und zwar spielen jetzt Kimpembe und Guerrero anstelle von Schmelzer und Bender, die mir gerade in dem Spiel auch in den Szenen, die ihr nicht gesehen habt, nicht sonderlich gut gefallen haben. Bin mal gespannt, was Kimpembe machen kann. Wir haben ihn ja geholt, um ihn spielen zu lassen. Dann soll er das auch mal machen. Ich denke mal, das wird ganz gut. Ich hoffe es zumindest. Dortmund zu Gast in Mainz, das zweite Auswärtsspiel hintereinander in der Kofas Arena zu Mainz und der BVB zuletzt mit 4 Toren gegen Bremen auswärts. Das soll heute fortgesetzt werden. Allerdings die Defensive nicht hundertprozentig stabil und dem sollte heute entgegengewirkt werden mit Neuzugang Kimpembe in der Startelf, eher neben Nelson Semedo in der Defensive bei den Dortmundern. Harald Fimmler, der Schiedsrichter dieser Partie, hatte einen ruhigen Nachmittag bis zur 23. Minute. Dann Ousmane Dembélé mit dem ersten Antritt, dem ersten Schuss, dem ersten Tor für den BVB. 23 Minuten durch. Und der Franzose ist in Topform und macht seine nächste Bude. Was für ein schöner Abschluss. Lössl ohne jegliche Gelegenheit bei diesem Treffer. Auf der anderen Seite versuchte Mainz nach vorne zu kommen. Allerdings sah das meistens ungefährlich aus. Das hier, diese Rückgabe mehr oder weniger von Guerrero, war die dickste Gelegenheit. Und es gab im Gegenzug direkt den Konter für den BVB, die deutlich besser und deutlich aktiver waren. Das deutlich bessere Team, Marco Reus, verzögert das Ganze hier nochmal. Verliert den Ball fast, spielt ihn in den Rückraum. Und wir sehen auch, wenn das hier nicht zum Erfolg führt, der BVB mit unglaublich viel Ballsicherheit und Spielstärke und damit kommen die Mainzer hier in dieser Situation und im gesamten Spiel überhaupt nicht klar. Der Einsatz von Donati verhindert da noch Schlimmeres. Es ging aber weiter über Dembélé. Wie gesagt, ganz, ganz starke Wochen für den Franzosen. Allerdings hier ist Lössl da zum zweiten Mal gehalten. Klasse Rettungsstart vom Schlussmann der Mainzer, sodass es hier nach 40 Minuten noch nicht 1:1 stand. Andere Seite, die dickste Gelegenheit im ganzen Spiel der Mainzer. Britos mit dem Versuch und das zeigt schon einiges, denn von Mainz kam überhaupt nichts. Andere Seite, Lukas Piszczek mit der Gelegenheit. Lössl verhindert erneut das Gegentor. Der Schlussmann, der Beste auf dem Platz bei den Mainzern und seine Teamkollegen konnten sich dankbar zeigen, dass es nur 0:1 stand, bis Nainggolan kam. Zweites Spiel, zweites Tor für den Neuzugang aus Rom und das war ein richtig klasse Abschluss. Wieder die obere linke Ecke, wie beim Elfmeter letzte Woche und dieses Mal kann auch Jonas Lössl den Gegentreffer nicht mehr verhindern. Allerdings kam es fast noch dicker für die Mainzer, denn der BVB hatte nicht genug. Wieder Dembélé im 16er. Klasse Parade von Lössl. Irgendwie schaffte er es teilweise noch, die Hand dazwischen zu kriegen. Wir sehen es hier. Unfassbarer Reflex vom Dänen im Kasten der Mainzer. Nächste Gelegenheit. Wieder Nainggolan. Nainggolan knapp daneben. Es wäre sein dritter Treffer im zweiten Spiel gewesen für einen zentralen Mittelfeldspieler. Unglaublich stark. Die letzte Aktion wieder. Der BVB, die wollten mehr. Die hatten nicht genug. Dembélé und Lössl fängt den Ball ab. Also nicht das 0:3. Trotzdem ein souveräner und absolut ungefährdeter BVB-Sieg in Mainz. Der zweite Auswärtssieg in Folge. Und das zweite Mal mit 2 Toren Vorsprung. Dembélé und Nainggolan machen momentan Spaß und bringen den BVB ganz nah ran an die Tabellenspitze. Das war Dominanz. Und zwar richtig ausgeprägt. Tabellenführer sind wir übrigens trotzdem nicht. Da habe ich verguckt, aber wir sind trotzdem momentan der Apex Predator der Bundesliga, weil wir alles auseinanderreißen. Mal sehen, ob wir auch Apex Predator Training haben. Wer übrigens weiß, was Apex Predator ist, schreibt es gerne in die Kommentare. Weil gesteigt auf 82. Das sehe ich als Apex Predator. Hertha möchte Park Yo-ho haben und den können sie gerne haben, weil den brauchen wir wirklich nicht mehr. Wir sind am Transfer Deadline Day angekommen, haben Abschlussberichte nochmal zu Rugani, der mittlerweile 81, okay, John Stones, ich tippe mal auf 82, oh 79, okay, alles klar. Und Lucas Hernandez hätte 76 gehabt. Gut, ich bin froh, dass wir kein Pimper. Jetzt wird's interessant. Bayern München möchte Timo Horn haben, aber das lasse ich natürlich auf keinen Fall zu. Außer sie zahlen 96 Millionen und machen den teuersten Torwart aller Zeiten.
Park Joho haben wir verkauft, das ist ja Schwein, 50 Millionen, das ist mir schon viel zu nah dran, lehnen wir ab, wollen wir nicht verkaufen. Und jetzt will Bayern Marco Reus haben, ja, natürlich absoluter Witz, oh, das wäre böse gewesen, das ist auch richtig böse, so ist richtig. Wir werden übrigens mal wieder 5 Stunden vor Ende des Transfer Deadline Days aufhören, falls ihr noch absolute Notfälle habt, dann ballert sie jetzt in die Kommentare. Das heißt, nach dieser abgelaufenen Stunde werden wir jetzt aufhören, das zu simulieren, aber wir müssen uns noch, weil wir jetzt Ende Januar sind, quasi unsere Transferaktivitäten eingestellt haben, uns angucken, wie Real möchte Pulisic, das ist ja lächerlich, wie unsere Leistungsdaten so sind, wie sie unsere Spieler entwickeln, wie sie unsere verliehenen Spieler entwickeln, und das machen wir natürlich im Teambericht, und das ist jetzt an der Reihe. So, Timo Horn, momentan, wir gehen mal so, Timo Horn, momentan 34 Millionen Marktwert im Tausch gekommen und hat sich seitdem gut entwickelt, ja, ist in Ordnung, plus 1, Weidenfeller minus 1, ein Spieler für die Geschichtsbücher, ist halt wirklich so. Piszczek entwickelt sich nicht großartig, sinkt tatsächlich sogar eher, wird langsamer, aber hat bisher recht gut gespielt, 15 Spiele, keine Torbeteiligung, aber trotzdem gut. Paslak bisher erst 8 Spiele, da muss noch ein bisschen was mehr kommen, aber er steigt und das gefällt mir sehr, sehr gut. Pascal Stenzel ist mittlerweile auf 70, beziehungsweise war anscheinend von Anfang an auf 70, was okay ist, steigt in seinen Werten auch. Semedo ist um 1 gestiegen, hat 12 Spiele gemacht, eine Vorlage tatsächlich, ist für 18 Millionen gekommen, 16,5 jetzt wert, das heißt, den können wir sicherlich mit Gewinn verkaufen, aber wollen wir ja gar nicht, weil der spielt bisher sehr gut. Kimpembe ist nur geliehen, hat sich bisher auch nicht großartig entwickelt, wie soll er auch nach 2 Spielen. Bender ist sogar um 1 gestiegen, dementsprechend auch ein bisschen in den Werten, hat 15 Spiele gemacht. Niklas Stark hat bisher 10 Spiele gemacht insgesamt, also bei den anderen gehe ich auf Bundesliga ein. Steigt mit der, ganz gemächlich eigentlich, aber ist sehr, sehr schön. Batra steigt sogar auch und hat bisher erst 11 Spiele gemacht insgesamt, aber ja, ist ja momentan auch so ein bisschen bei uns raus, weil ich bin kein großer Batra-Fan, der hat einfach zu wenig Körperstärke mit 72, tut mir leid. Sokratis hat bisher 14 Spiele gemacht, die Sache ist, er ist halt verletzt, aber ist unser bester Verteidiger. Ginter ist verliehen an Arsenal und ist gestiegen, da zumindest schon mal meins, das ist sehr schön. Patrick Fitch ist auch gestiegen, um 2 sogar bei Stevenage, der hat aber trotzdem immer noch nicht wirklich was drauf. Guerrero ist um 2 gestiegen, hat mittlerweile den Marktwert erreicht, den wir für ihn bezahlt haben, die Ablöse. 14 Spiele gemacht, vor allem im Champions Cup, gefällt mir sehr, sehr gut, wird auch jetzt öfter spielen und wird Schmelzer wohl so ein bisschen verdrängen können. Schmelzer hat 15 Spiele gemacht, 2 Tore und eine Vorlage, ja gut, das fehlt noch bei Guerrero, aber der kann das ja eigentlich auch. Durm ist verliehen an Angie, spielt er anscheinend auch und hat sich zumindest ein bisschen entwickelt, das ist schön. Weigel hat sich um 2 entwickelt bisher, hat 20 Spiele gemacht insgesamt, 6 Vorlagen, sehr, sehr schön auf jeden Fall, vor allem die 90 lange Pässe und 90 kurze Pässe. Sebastian Rode hat sich um 1 entwickelt, 9 Spiele gemacht, ist halt Backup, passt aber. Merino ist ausgeliehen an Darmstadt, spielt da anscheinend auch eine große Rolle und hat sich um 1 entwickelt. Dembélé ist unglaublich stark, gerade in den letzten Spielen, ist momentan auf dem richtigen Weg, unser Topstar zu werden und hat bisher 8 Tore, 23 Spiele, sehr, sehr stark auf jeden Fall. Pulisic steigt auch, nicht so schnell wie Dembélé, aber trotzdem gefällt er mir bisher sehr gut, 16 Spiele, 4 Tore, 2 Vorlagen. Emre Mor steigt immerhin schon mal um 4, das ist sehr, sehr ordentlich, obwohl er wenig spielt, das kommt aber, denke ich mal, noch bei ihm. So steigt, ist auch schon um 2 gestiegen. Wir haben ihn für 25 Millionen geholt. Mittlerweile ist er das wert. Champions League getroffen, Bundesliga-Vorlage. Geht noch ein bisschen mehr, was Torbeteiligung angeht, aber ansonsten sehr stark. Nein, Golan brauche ich, glaube ich, nichts zu sagen. 2 Spiele, 2 Tore. Gefällt mir bisher sehr gut. Gonzalo Castro, 11 Spiele, 1 Tor. Ja, steigt nicht, sinkt nicht, ist okay. Götze, ja, für 42 Millionen gekommen, das stimmt nicht ganz. Hat bisher 18 Spiele gemacht. Wird auch demnächst wieder ein bisschen mehr spielen. Momentan ist er Bankdrücker oder, ich sag mal, so ein bisschen wie in Realität halt Stoffwechselstörung, Reservespieler. Aber das kommt noch. Ist um 1 gestiegen bisher. Burnic ist um 2 gestiegen bei Tottenham. Spielt anscheinend sogar ein bisschen. Na, zumindest ist er gestiegen. Reus ist nicht gestiegen, aber hat bisher 23 Spiele, 8 Tore, genauso wie unser Kollege Dembélé. Ist aber nicht gestiegen, genauso. Ach nee, Schürrle ist sogar gestiegen. Hat sogar relativ gute Quote eigentlich. Gut, in der Champions League, in der Liga eigentlich nicht. Brun Larsen ist schon um 3 gestiegen, das ist cool bei Doncaster. Der wird, denke ich mal, irgendwann auch interessant für uns werden. Aubameyang bisher mit 13 Toren in 27 Spielen ist okay, steigt aber nur in den Werten, bisher noch nicht im Rating, das kommt vielleicht noch. Isak ist um 5 gestiegen, auf den freue ich mich noch weiterhin. Mittlerweile 80 Abschluss, ist sehr gut. Und damit sind wir durch den Kader durch. Gut, und damit verabschiede ich mich von dieser Episode. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Was sagt ihr zum Kader? Schreibt es in die Kommentare. Habt ihr noch einen Notfalltransfer wieder machen sollen? Und ansonsten war es das. Und wir sehen uns nächste Woche wieder. Ich wünsche euch bis dahin noch einen wunderschönen Tag, eine wunderschöne Woche. Genießt das schöne Wetter, wenn es das gibt. Ich weiß es nicht. Ich bin am Freitag. Ihr seht das Video Dienstag. Aber soll's. Lasst ein Like, abonniert den Kanal kostenlos. Bis dann. Passt auf euch auf. Macht's gut. Haut rein. Und ciao.